Wir sind hier in der fantastischen Wohnung von Christian und Günther. Fast in jedem Raum gibt es prall gefüllte Bücherregale. Es ist eine große Freude für jeden Buchliebhaber. Und ich gehe jetzt mit euch hier mal rum und wir gucken uns mal an, was es hier so gibt. Also, auf geht's! Ja, also, kann ich anfangen? Ja? Also erstmal muss man sagen, diese Wohnung ist ein absoluter Traum für Buchliebhaber. Ich würde mich sofort in dieser Wohnung 2 Monate lang einschließen lassen und ich würde auch dann noch nicht mal 1/10 der tollen Bücher gelesen haben, die es hier gibt. Also diese Wohnung ist einfach fantastisch. Man ist in einer Wohnung von 2 Leuten, die viel lesen, die gern lesen und die Gutes lesen. Das muss man einfach sagen. Und das Zweite, was man sagen muss, es ist wirklich so, es ist geradezu alle Fächer umfassend. Das ist, man hat wirklich das Gefühl, in so einer Renaissance-Wohnung zu sein. Alle Fächer des menschlichen Lebens. Also toll. Ja? Und ich fange einfach mal so ein paar Sachen an, die mir aufgefallen sind. Ich habe mir mal einmal so ein großes Kunstbuch rausgeschnappt. Andreas Gursky, diese wahnsinnig tollen Riesenfotografien. Allein was hier die Kunstbücher in dieser Wohnung angeht, also die scheinen hier die größte Sammlung nördlich des Mainz zu haben. Jede große Kunstausstellung ist hier herrlich, tolle Sachen. Dann das Zweite, was ich super spannend finde, ist hier, hier wohnen Katholiken. Und zwar kritische Katholiken, beides. Ich habe den Ratzinger gefunden, sein Jesusbuch, und ich habe gefunden von David Berger als schwuler Theologe in der katholischen Kirche. Also sozusagen die schlimmste Kritik und der Papst selbst. Beides wird hier gelesen, beides wird hier diskutiert. Also wer hier hinkommt, weiß, ich kann hier über spirituelle Fragen reden. Und was kann man hier noch? Also man kann hier philosophisch, ich meine, die philosophische Literatur ist hier ein Traum. So Bücher wie Slavoj Žižek, die gnadenlose Liebe, Versuch über die Form des Glücks. Ich meine, beides vollkommen unlesbare Bücher vermutlich, aber toll, will man natürlich eigentlich lesen. Und dann sowas wie Auf der Suche nach dem Gedächtnis. Da denkt man schon, ich habe da viel von diesen Sachen gefunden. Und da merkt man natürlich, der eine von beiden, oder eigentlich beide, haben alles Mögliche mit Pflege und Gesundheit zu tun. Also wenn man sich so ein Buch anguckt, hier sind überall schon die Zettelchen drin, die Gesundheitsfrage von Klaus Dörner, also kritische Stellungnahmen zur Medizin. Auch das ganze Thema, alles wunderbar da. Aber was natürlich besonders toll ist, es gibt hier auch Literatur, 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 Belletristik. Es gibt die Sachen wie Eugenie des Middlesex, also ein Buch, was ja eine wunderbare, dicke, fette Leseerfahrung ist aus vor 10 Jahren. Der Eugenie, das war ja ganz viel auch in Berlin und eine tolle Geschichte über Transsexualität und interessante Sachen. Dann Klassiker wie Thomas Bernhard oder so ein bisschen, das gibt es ja auch, leichte Kost, aber genial, die kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch. Also hier wird ab und zu nach den ganzen Papstlektüre, nach Gesundheitslektüre, nach Philosophielektüre, darf hier auch mal leichte Kost gelesen werden. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Unterschiede zwischen den beiden hier im Hause. Der eine darf die Unterhaltungsliteratur lesen, der andere liest Geistesgeschichte. Ich verrate jetzt nicht, wer. Ja, oder sowas, David Sedaris, nackt. Also auch bombig wird man da unterhalten. Ich muss sagen, Susan Sonntag, natürlich noch mehr Philosophie. Also ich könnte aus diesen Büchern, ich könnte hier 100 Bücher rausziehen, die sind alle toll. Wir sind hier in einem Haus, wo gelesen wird mit großer Begeisterung und ich glaube, der Kindle kommt so schnell nicht hierher. Hier werden Bücher geliebt und hier würde ich gerne meinen Sommerurlaub verbringen. Also darf ich mich schon mal anmelden?